Endlich, nach 6 Jahren des Wartens, ist TV Total zurück. Und wie würde die gute alte Sprecherstimme sagen? Ich werd bekloppt! Die Musik ist bekannt, die Heavy Tones sind wieder dabei. Der Schreibtisch bewegt sich wie eh und je. Wie früher, oder? Nur der Moderator ist neu. Wir treffen Sebastian Puffpaff, den Nachfolger von Stefan Raab. Seit über 10 Jahren begeistert der Grimme-Preisträger im TV, wie bei der Heute-Show oder seiner Puffpaffs Happy Hour. Doch nun freut er sich riesig, die Show zu übernehmen, bei der er vor vielen Jahren nur Gast war. Ich weiß, wie es da hinten auch früher aussah und wie es war, hinter der Tür zu stehen und jetzt geh raus. Nur diesmal ist es halt anders. Ich sitze dann jetzt an dem Tisch und kann durch die Gegend fahren. Auch die Nippel sind wieder da und damit kommt Altes wieder. Auch wenn der 45-Jährige 10 Jahre jünger als sein Vorgänger Stefan Raab daherkommt. Man kennt es, aber es ist alles neu. Also das heißt, der Goldjunge steht da und man denkt, ach ja, stimmt, der war ja da. Man hat das Gefühl, so könnte es früher vielleicht auch schon ausgesehen haben, aber es ist trotzdem komplett neu und genauso soll es auch sein. Also wir haben was Neues, aber man kennt es irgendwie. Ist das wirklich neu oder ist das der Original-Goldjunge von früher, der in der Kulisse steht? Nee, der ist größer. Der ist größer? Ich glaube, er ist einfach 20 cm größer, das ist wichtig. Wir machen einfach alles einen Tacken größer. Deswegen auch der Moderator. Ich bin auch 20 cm größer. Doch die Sessel für die Gäste scheinen die von damals zu sein. Wenn du dran riechst, hast du alle, die jemals da waren, vom inneren Auge. Das sind echt die Original. Das sind saubequem. Hast du dran gerochen? Nee. Ich habe gestern jemandem 20 Euro geboten, wenn er einmal drüber leckt. Ist keiner drauf eingegangen. Okay. Ja. Das hat mich leider keiner gefragt. Ich hätte sofort gesagt, klar. Auch Moderatorin Charlotte Würdig, die einst selbst Teil von TV Total Events war, wie hier bei der VOG-WM, glaubt an den Erfolg der Neuauflage. Ich glaube, dass wir Retro brauchen, weil alles im Moment so schnell geht. Und wir brauchen etwas, wo wir uns so ein bisschen festhalten können. Doch TV Total ist nicht das einzige Format, das gerade sein großes Comeback feiert. Letzten Samstag schauten 14 Millionen Zuschauer das Revival von Wetten, dass nach 7 Jahren Auszeit. Jens Buja ist TV-Produzent und war lange als Chefautor für TV Total tätig und weiß, warum Retro derzeit beim Publikum so gut ankommt. Und wenn man Wetten, dass sieht, das sind ja nicht 2 Generationen, das sind wahrscheinlich inzwischen 4, die mit dieser Show aufgewachsen sind. Und da hat es, glaube ich, einen ganz einfachen Effekt. Ich sage, was für mich gut war als Kind, kann für meine Kinder ja nicht schlecht sein. Also holt man seine Kinder und setzt sie auch davor. Und alle gemeinsam haben das Comeback im Comeback des ZDF-Show-Klassikers erlebt. Aber veröffentlicht nach 40 Jahren ein neues Album. Ich glaube, es gibt keinen ABBA-Song, den ich nicht mitsingen könnte, aber ich habe jetzt nicht ABBA an im Auto. Ey, aber wenn ABBA irgendwie im Radio kommt oder auf eine Party, wo ich bin, klar, logisch, das sind meine Wurzeln, dann kribbelt es natürlich. Auch Promi-Big Brother-Moderator Jochen Schropp ist Retro-TV-Fan und wie er meint, ist er sogar ein Teil davon. Ich finde auch, dass Big Brother oder Promi Big Brother insofern Retro ist, dass es ja noch so Reality-Fernsehen der ersten Stunde ist. Also ich bin eigentlich ganz dankbar, dass wir uns so ein bisschen treu geblieben sind und nicht noch schneller, höher, weiter wie manch andere Reality-Shows, weil ich finde, da geht es teilweise schon ganz schön hart zu. Was Jochen vermisst, ist das große Familienfernsehen, das Wetten, dass letztes Wochenende wieder entfacht hat. Diese großen Shows gibt es natürlich hier und da noch mit The Masked Singer bei ProSieben, aber irgendwie sind sie auch so ein bisschen ausgestorben. Mal gucken, ob Wetten, dass wieder die Herzen erobert, der Zuschauer. Masked Singer ist nach meiner Meinung deshalb so clever, weil es einen Urinstinkt des Menschen, nämlich die Neugierde, befriedigt. Und das in einer nie dagewesenen, sehr lustigen, unterhaltsamen Art und Weise. Gerne mehr Retro-Formate, ich finde das schön. Da können wir unseren Kindern noch sagen, guck mal, das hat Mama früher immer geguckt. Ja, alles scheint wiederzukommen, doch verjüngt, wie bei dem Revival des 90er-Jahre-Erfolgs Geh aufs Ganze. Denn Daniel Boschmann spendiert dem Klassiker eine Verjüngungskur. Er trifft die Vorauswahl der Kandidaten, die dann mit Zocklegende Jörg Dräger spielen dürfen. Da freue ich mich richtig für Jörg Dräger, dass er mit 75 noch mal seine Show moderieren darf. Und man hat ja bei Promi Big Brother auch gemerkt, wie er da aufgegangen ist. Welchen möchtest du nicht? Ich möchte nicht den roten. Geil. Jörg Dräger ist wieder da, das finde ich super. Mit dem Zonk Tor 1, 2 oder 3. Und dann versteckt sich der Zonk dahinter irgendwo, ne? Das war's doch. Ja, mega. Würde ich sofort mitmachen. Finde ich klasse.
Noch versteckt sich der Zonk nicht hinter einem Tor, denn er sitzt hier gerade bei den Proben im Studio und wartet auf Oberzocker Jörg Dräger. Nach 20 Jahren zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, Jörg Dräger und der Zonk! Jörg ist eine Legende der 90er Jahre. Er moderierte über 1000 Folgen der Gameshow und ist nun endlich wieder in seinen heiligen Hallen. Ja, es ist schon ein bisschen was von Valhalla dabei, muss ich sagen, ja. Die Kunst war ja wirklich, und ich hoffe, dass uns die gelungen ist, das Nostalgische von früher mit dem, was die Moderne uns abverlangt, zu verbinden. Doch funktionieren Neuauflagen der TV-Klassiker in unserer modernen Zeit, in der Familien nicht mehr zwingend gemeinsam vor dem Fernseher sitzen? Heutzutage, die mediale Welt ist sehr individuell. Ich habe eine Playlist, die sonst keiner hat. Ich gucke auf irgendwelchen Plattformen was, was sonst keiner guckt. Das heißt, dieses warme Gefühl, wir alle zusammen machen was, das gibt's heute nicht mehr so viel. Und ein lustiger Auswuchs ist ja, dass Menschen sich Tickets kaufen, um zu 10.000 in Stadien Weihnachtslieder zu singen, anstatt das zu Hause mit der Familie zu machen. Hin und wieder brauchen wir auch in der modernen Welt dieses warme Gruppengefühl. Wir sind halt Rudeltiere. Und deshalb ist wirklich die Nostalgie nach, ich sag mal, ja, nach Ruhe, nach Nachhaltigkeit, ist groß geworden. Und ich denke, deshalb ist halt diese Sehnsucht auch im Fernsehen so. Auch Bastian Pastewka ist voll auf den Retro-Hype aufgesprungen, als er bei Wer stiehlt mir die Show gewonnen und sie mit Showtreppe und Fernsehballett im Stil der großen Shows der 70er und 80er Jahre moderiert hat. Damit hat er voll den Nerv der Zuschauer getroffen. Da haben eigentlich nur die Schlaghosen gefehlt, die in diesen Tagen immer wieder vermehrt auf den Laufstegen auftauchen. Ich finde Schlaghosen super, weil das zaubert so ein schönes langes Bein. Man darf nur keine Turnschuhe drunter anziehen. Aber High Heels unter eine Schlaghose? Super. Man hat den Eindruck, alles kommt wieder, aber verjüngt. Im Kino startet nächste Woche Teil 3 des 80er-Jahre-Erfolgs Ghostbusters, bei dem nun die Enkelgeneration auf Geisterjagd geht. Nur bei Scream 5, der im Januar startet, ist mit Courtney Cox die Urbesetzung am Start. Bereit? Hierfür? Niemals. Verjüngt ist auch der Denver-Clan, der nun On Demand Dynasty heißt. Bleibt die Frage, was kommt noch zurück? Wir warten eigentlich nur noch aufs Arschgeweih, dass das zurückkommt. Also an alle da draußen, die es noch haben, nicht wegmachen lassen, nicht weglasern. Es kommt wieder, es kommt alles immer wieder. Ja. TV Total hat mit 2303 Episoden und zahlreichen Comedy- und Fernsehpreisen das TV über Jahre geprägt. Musste Sebastian Puffpaff da lange überlegen, als der Anruf kam, das Format zu übernehmen? Es war kein Anruf, es war eher ein persönliches Gespräch. Und da war mir relativ schnell klar, das ist einmal im Leben dieser Moment, wo man eine Chance hat, das zu machen, was man schon immer machen wollte. Und dann kam auch das Jahr schon raus. Also ich glaube, der Satz war noch nicht zu Ende. Und da habe ich gesagt, ja klar, mach ich. Bei Retro-Shows müssen also nicht nur die Moderatoren nicht lange überlegen. Auch die Zuschauer freuen sich, Bekanntes im neuen Gewand, sozusagen verjüngt, wieder genießen zu können.